So, hallo zusammen. Ich bin heute mal zu Gast im Garten von Christina und Philipp, quasi der Tommy und Tour. Und wir gehen einfach mal durch diesen wunderschönen großen Garten hindurch. Fangen wir gleich mal an. Hier am Anfang ist so ein ganz irre gewachsener Baum. Ich weiß gar nicht genau, was das für ist. Also irgendwie eine Art Konifere. Sieht ganz irre aus. Gehen wir einfach mal weiter. Hasko ist uns auch mit dabei. So, fangen jetzt mit was vielleicht nicht so ganz so schönem an. Das ist hier, oder war mal ein Buchsbaum. Da hat der Buchsbaumzüngler richtig zugeschlagen. Wahnsinn. Dass solche Viecher das so auffressen können. So, dann gehen wir mal hier, schauen wir mal, ist eine riesengroße Hütte mit 3 oder 4 Zimmern. Unglaublich riesig, ganz klasse. Zwar alles schon ein bisschen älter, aber sieht irre aus. Also innen gehen wir mal nicht rein, gehen wir einfach mal weiter. Kommst du mit, Hasko? Ja, komm mit. So. Gehen mal hier so vorbei, das ist immer noch diese riesengroße Hütte hier. So, das war mein Finger. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Hoppla. Hier kommen wir gleich links zu den Tomaten. Es ist ja also ein Tomatenhaus entstanden, wo fleißig die Tomaten wachsen und davor halt auch nochmal eine ganze Menge an Tomaten zu sehen. Schöne viele Blüten dran. Es wird sicher was werden. Stehen voll sonnig hier, einwandfrei. Hier ist noch so ein Schuppen, der auch sehr groß ist, mit einem kleinen Dachboden, wie ich gerade gesehen habe. Auch ganz prima. So, gucken wir mal hier. Boah, Wahnsinn, Kartoffeln, das große Kartoffelbeet. Geht gleich hier weiter. Es sind 2 Sorten. Christine hat mir schon gesagt, welche das sind, aber habe ich natürlich wieder vergessen. Da kommt der Hasko angefegt, angerannt. Hier stehen Zwiebeln. Was hier hinten sind, ich will hier nicht drauf treten, muss ich mal ganz vorsichtig machen. Huch. Das ist Fenchel. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen riesigen Fenchel gesehen. Ich hoffe, man kann das hier durch die Zwiebeln erkennen. Also Wahnsinn, wie viel Fenchel da, also wie groß der ist. Unglaublich. So, ich gehe mal wieder zurück durch die Kartoffeln. Ja, hier gibt es so viel zu sehen. Kann man gar nicht alles an einem, och Hasko, an einem Rundgang machen. Ja, da hinten ist der Kompost, vielleicht nicht so sehr interessant. Hier ist ein neues Beet entstanden mit Kräutern. Rosmarin sieht man, Thymian. Hier steht ein lecker Koriander. Darüber hat man uns gerade unterhalten, dass Christina nicht so der Koriander-Fan ist. Ich hingegen schon. Bisschen Salbei hier noch. Und hier Lavendel. Minze, verschiedene Minzearten. Na, Schnittlauch. Und das ist hier eine kleine Nelke. Sieht auch sehr schön aus. Okay, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, es fängt jetzt eigentlich gerade erst hier an, dieser Garten. Vielleicht mal ganz kurz auf dieses neu entstandene Beet zeigen. Das sind hier Zuckerschoten, die eigentlich schon abgeerntet sind, die hier noch hängen. Daraus wird Saatgut gewonnen. Hier sind Buschbohnen und Stangenbohnen in dem Beet verteilt. Und Erdbeeren auch mit Zwiebeln. Oder ist es Knoblauch? Ich habe schon wieder vergessen, was sie mir gerade gesagt hat. Na gut, hier sind Zucchinis, 2 verschiedene Sorten. Hängen auch schon massig dran, wie man das so sieht. Gehen einfach mal weiter. Da hinten, das ist übrigens Christina, die gerade so gelacht hat. Und hier sind jede Menge Apfelbäume, auch ältere Sorten. Ganz vielen Äpfeln dran, die sind jetzt schon, wie ich finde, jetzt schon riesengroß. Also unsere sind gerade mal kirschgroß, also Wahnsinn, wie das hier wächst. Ist auch schöne volle Südseite hier, ganz prima. Ja, nochmal Apfelbäume. Hasko, dieser Hund, der fetzt hier durch den Garten. Mann. Hasko, geh mal zu Christina.
So. Damit man gar nicht seine Ruhe hier. So, ja. Also hier ist dann auch viel Wiese. Sehr schön. Bäume. Hier ist eine Goji-Beere. Die haben die beiden hier ein bisschen geschützt, dass die sich nicht überall verbreitet im ganzen Garten. Und hier sind Himbeeren, Brombeeren, eine Sommerhimbeere. Was ist hier? Ist so ein Gemisch. Was hat sie gesagt? Buckingham. Also ein Gemisch zwischen Brombeere und Himbeere. Habe ich jetzt vergessen, wie das heißt. Ja, noch eine Rose. Johannisbeere. Meine Güte, kommt man ja gar nicht fertig. So viele Sachen sind hier zu sehen. Hier nochmal ein neu gepflanzter Apfelbaum. Hier noch eine Ecke, die eigentlich, wie ich finde, ziemlich cool aussieht. Aber das wollen die beiden auch nochmal demnächst schön machen. Also, was anpflanzen. Hier gehen wir mal auch in ein relativ neu entstandenes Beet. Hier sind Kürbisse, Hokkaido-Kürbis. Und das dunklere ist hier der Butternut-Kürbis. Und da hinten sind 4 Maispflanzen. Auch selber gezogen von Christina. Ja, hier ist so eine wilde Buschtomate, die sich hier an dem Gestell hochrangelt. Ja, es wird aber noch lange nicht, wir sind auch noch lange nicht durch. Hier ist auch noch mal so ein paar Chili sind hier angepflanzt und ein paar Paprika. Und da muss ich euch mal zeigen, wie viel Paprika hier schon dranhängen. Es ist Anfang Juli. Und da sieht man, es ist jetzt schon unheimlich dicke Paprika. Verrückt. Und dann habe ich noch eine Physalis entdeckt, die wir hier sehen. Und da hinten auch noch mal Paprikapflanzen und Chili-Pflanzen. So, gehen wir noch mal weiter hier. Ein paar Tagetes, die könnte ich bei mir im Garten gar nicht anpflanzen, weil das ist bei mir der Schneckenmagnet schlechthin. Aber hier keine Schnecken weit und breit, wunderbar. Und hier sind noch mal Einlegegurken und eine Schlangengurke oder Stangengurke zu sehen. Ja, so fast sind wir durch. Gehe ich wieder zurück. Ich verlaufe mich ja noch richtig hier. Da liegt der Hasko, dem ist auch warm heute. Ja, Hasko, hier im Schatten ist es schön, gell? Hier im Schatten ist fein. Ja, ist fein. Gell? Ja. So. Ach, und hier, das ist auch so ein Ding. Hier sieht man nochmal diese riesige Hütte, die hier auf diesem Grundstück gebaut worden ist. Ganz klasse. Leider ein bisschen marode, fängt an, so ein bisschen der Boden sich zu setzen. Wäre halt cool, wenn man das renovieren könnte. Ja, und was hier noch ist, man sieht es oder man kann es vielleicht erahnen oder auch nicht, das waren mal 2 riesige Buchsbäume. Also riesengroß, und die hat auch der Buchsbaumzüngler völlig weggefressen. Die waren riesengroß, die waren bis über die Fenster die beiden gewachsen. So. Jetzt sind wir gleich durch. Gehen wir nochmal hier, nochmal haben wir gerade schon das Bohnenfeld, dann die Erbsen. So, kommen wir zum letzten. Da gucken wir nochmal, da ist ein Gemüseschutznetz drüber, da sind ein paar Kohlpflanzen und am besten sieht der Grünkohl aus. Da muss man einfach mal abwarten, wie sich das im Laufe des Gartenjahres so macht. Gut, da sitzt die Christina und ich werde jetzt an dieser Stelle mal dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bis die Tage. Ciao, euer Tommy und eure Christina. Da ist er nochmal. Tschüss.